Recht herzlich willkommen zur 154. Folge von Simotrans. Ja, der Michael Friedrich hatte letztes Mal geschrieben, ne? Das war hier ja irgendwo. Jetzt weiß ich gar nicht wo. Doch, ich weiß wo. Aber da müssen wir jetzt erstmal hin. Jetzt habe ich wieder irgendwas Falsches gedrückt. Da machen wir lieber hier wieder die Lupe hin. Nicht die PSD-Tasten nehmen, sondern halt hier. Die Eisenbahn verlängern war die Antwort. Und zwar von diesem Wechselbahnhof, Döpelnmühle Betriebshof ist das, runter zu irgendwas mit Ostwald oder so ähnlich. Ne, hier ist es nicht. Hier ist es. Südostwald, Döbeln, Südostwald. Hier einfach den Zug weiterfahren lassen bis nach dort. Da müssen wir mal gucken. Okay, die kommen weiter südlich hier mit dem Zug vorbei. Und ja, den schneiden wir hier dann weg. Aber hier ist natürlich dann nur zwei. Aber wir brauchen ja gar nicht mehr so viele Dingens. Sag schon, so viele, na. Haltebuchten. Da. Obwohl, hier ist es vielleicht nicht gerade so schick, ne? Lass mal das da nicht machen. Also den können wir definitiv dann wegmachen, aber Zweier will ich wohl behalten, weil wir hier oben ja auch noch ein paar wartende Wagen haben, die da was hinbringen wollen zum Beispiel. Weil ich glaube, hier war ja Anlieferung und da Abholung, ne? Oder? Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Können das aber hier auch abarbeiten. Machen wir mal. Senken wir das hier mal ab, ne? Dann können wir den Zug da gerade durchfahren lassen. Okay. Machen wir mal da lang. Viel schön gerade, ne? Oder wie war das? Und lassen ihn dann da ankommen. Nee, dann machen wir besser hier. So. Fahren da runter und nach da. Dann passt es und da machen wir einen Bahnhof hin, ne? Drei, vier, fünf, sechs. Ich weiß nicht, ob wir so viel brauchen, aber haben wir erstmal. Strecke ist fast fertig, bis auf hier. Dann reißen wir da das weg. Und hier auch. Und verlängern mal. So, dann haben wir das. Und dann muss der Zug nur weiterfahren. Ach, das ist nur ein Viererbahnhof. Da unten haben wir einen Sechser gemacht. Naja, aber wird schon gehen. Und ach, da haben wir jetzt einen Mischbetrieb gemacht gehabt, ne? Was fährt denn er jetzt? Paletten und landwirtschaftliche Güter. Der ist viel zu lang, oder wie sehe ich das? Der letzte kann ja gar nicht vollgefüllt werden. Okay. Weiß gar nicht, wie es da oben ist. Der hat aber keinen Mischbetrieb, aber der ist auch zu kurz dann, ne? Das ist ja nur ein Dreierbahnhof. Jetzt können wir laden, aber nicht entladen, weil das ein Vierer ist, ne? Dann haben wir da oben ein Problem. Das bedeutet, wir müssten hier doch noch was umbauen, ne? Ja. Aber wir brauchen gar nicht so viel hier, ne? Wir können einfach hier vorne die Straßen wegnehmen. Das ist die Frage, was reißen wir damit ab? Nehmen wir mal das und gucken, ob das funktioniert. Okay.
So geht's. Die könnten noch da lang fahren, wenn es sein muss. Und hier können wir ein Feld verlängern. Und zwar hier so ein und da ist ein Personen. Welche ist es aber? Gute Frage, ne? Der. Nehmen wir einfach mal den und gucken, was dabei rumkommt. Na, komm schon. Der ist eingleisig. Mit der schicken Linie dran, ne? Für Schnellfahrten, ne? Kann man das upgraden? Ja, kann man. Und dann? Aber beidseitig jetzt mit Schnellfahrten. Ah, ich glaube, wir haben da irgendwas anderes hingebaut. Kann das sein? Ja. Vielleicht ist es auch das. Ich weiß es nicht. Muss man mal schauen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir es verlängert. Sollte auch schon irgendwie funktionieren. Das passt erstmal. Das können wir alle schließen. Jetzt müssen wir nur gucken, dass irgendein Zug dann da auch hinfährt. Und zwar dieser dann. Der hat einen Fahrplan von Adolfzell Süddeutscher Alter Getreidehof 100%. Getreide Radolfzell. Das steht jetzt hier. Norddeutsche Mühle fährt da und Radolfzell Lienstraße, weil er da durch muss. Okay, das ist also noch da oben hin. Das ist die Frage, aber bringen tut das auch nichts. Lassen wir den mal hier stehen, oder? Das können wir schließen. Und er fährt jetzt da los. Paletten sind voll, landwirtschaftliche Güter nicht. Es fahren aber auch keine LKWs jetzt hier, oder? Doch, da kommt gerade einer, aber der fährt leer. Was macht der dann, bitteschön, wenn der leer fährt? Okay, hier fahren aber welche voll. Die bringen sie da hinten hin. Machen wir da jetzt einen Zug drauf, der nur das Stück fährt, oder verlängern? Ne, verlängern macht Sinn, ne? Wenn wir hier... Schwierig, ne? Machen wir mal die Linie auf. Machen das Fenster zu, Linie ändern. Döbel, Milde Betriebshof, Radolfzell, Süddeutscher Alter Getreidehof. Dann ergänzen wir das hier, den er wieder hier anhält und fährt dann hier hinten hin. Gut. Und dann wieder nach Döbeln. Dann nehmen wir den nochmal raus. Haben wir das neu gemacht. Und verfolgen den einfach mal. Gucken zu, wie schick der hier durch die Gegend fährt, ne? Jetzt Zweigleisbetrieb muss auch, wegen dem Schweinetaxi. Wenn es denn eins ist, aber ich glaube schon, ne, der war glaube ich eine Nummer größer schon, ne? Keine Ahnung. So, er fährt jetzt hier ein und müsste dann eigentlich schon weiterfahren, oder? Wir werden es gleich sehen. Er hat noch mal Paletten geladen und dann fährt er wahrscheinlich schon zurück, oder? Oder? Was passiert? Ach so, der andere hat Vorrang wahrscheinlich, deswegen warten wir hier noch. Reservierung, keine Ahnung, welcher Buchstabe das war. B. Jo. Ist reserviert von dem Zug. Ich weiß aber nicht, wie es wieder weggeht. Super, hat gut geklappt, ne? So, was reserviert er jetzt? Das Stück, oh, schreit der Zug. Okay, hat geklappt soweit. Indem er wieder auf die Lupe blickt, ne? Klickt. Ja, dann würde ich sagen, machen wir mal schneller, bis er wieder hier ist. Und jetzt verfolgen wir nochmal.
Und jetzt dürfte er ja nichts laden eigentlich, oder? Doch, er hat die landwirtschaftlichen Güter mitgenommen, die ja nach da hinten sollen. Okay, das funktioniert erstmal. Die hat einen Laden und er kriegt nichts mit. Wäre auch komisch, wenn er das tun würde. So, fahren jetzt schneller. Ziehen wir gerade den LKW hier raus. Und da gleich die Linie haben. Und die fahren Südostwald, Mühle, Betriebshof. Hier. Und das bedeutet, er braucht nichts mehr laden. Und zum Depot. Das läuft schon mal. Die anderen sind noch voll unterwegs, also erstmal leer fahren lassen. Und er hat geladen und wartet jetzt da natürlich, glaube ich, auf 100%. Das bedeutet, wir brauchen nochmal den Fahrplan und müssen da 50% angeben, ne? Ja, ist jetzt die Frage, ne? Machen wir nicht. Falsche Richtung. Aber der hat auch einen Zeitfaktor dran. Macht das auf 50% und wir lassen es so laufen. Dann fährt er auch durch. So, hier LKWs. Haben wir die noch? Nein, die Linie ist jetzt eine andere. Okay, das heißt nicht laden zum Depot. Nicht laden zum Depot und der hat das schon. Zock. Zack. Zack. Gucken tun wir den. So, da gibt's eine Leerfahrt dann zurück. So, die zwei sind unterwegs. Da haben wir gerade den nächsten. Der einzige, der jetzt noch ist, ist er. Und der kommt gerade an und lädt. Entlädt. Und der fährt auch zum Depot. Gut. Der ist 0-0, sollte aber gleich was laden. Der fährt durch oder hält er? Er hält, weil er durchfährt. Aber jetzt kann er sofort weiterfahren. Passt. Sieht gut aus, ne? So, keine Ahnung, wo die zum Depot fahren, aber irgendwo fahren sie zum Depot. Er hat jetzt landwirtschaftliche Güter geladen, die er mitnimmt, nach da hinten. So, er ist schon auf dem fast Zielgeraden hier, würde ich sagen. Er muss irgendwo links einbiegen, denke ich mal. War doch da, oder? Jetzt müsste die Stadt anfangen, genau. Dann weiß ich, welches Depot das ist. Das ist Radolfzell, ne? So, der fällt jetzt gleich weg. Depot erreicht. Er ist der nächste Kandidat dann da. Und unser Zug hat gleich sein Ziel erreicht hier. Und nimmt dann was mit. Kann man auch das Feld sehen? Ah ja. Fundament, super, ne? Was da wächst, sehe ich leider doch nicht. So, und zurück gibt's nix. Okay, dann ist das so. Vielleicht nimmt er ja irgendwann auch mal da Getreide mit. Ja. Dann haben wir das, ne? Wo ist er denn jetzt hier verblieben? So, das ist falsch auf. Das Fenster mit dem Wagen ist schon zu. Gut, dann gehen wir mal zum Depot und schmeißen die gerade raus. Das ist dann schon gut.
Aber vielleicht verkaufen wir sie noch nicht. Vielleicht ergibt sich mal was, ne? Hier sind sie alle angekommen. Nur noch die beiden, davon ist einer gleich da. Das Fenster kann auch schon zu. Und hier fahren ganz viele LKWs durch die Gegend, wie man hört. Schick, ne? Er biegt auf die letzte Gerade ein. Und er ist gleich da. Da ist er. Und weg ist er. Haben wir auch aus dem Verkehr gezogen. Niemand mehr dann auf der Linie gleich. Gut. Da ist er auch weg. So, Linie leer. Könnte man auch entfernen. Jetzt müssten wir mal wieder gerade hier die Zonen anmachen und nochmal reingucken. Ich dachte, dieses wäre außerhalb, ist es aber gar nicht. Falsche Taste, weil wir müssen den Ziffernblock nehmen. Gucken einmal hier rüber. Sieht aber soweit wohl alles gut aus. Ist alles abgedeckt, naja. Dann gucken wir gerade noch die weiteren Städte an. Okay. Hier ist auch alles gut. Und da passt auch alles. Altenau. Ist alles gut. Hardexen. Ist auch gut. Redenburg. Ist auch okay. Das wird nicht lange dauern, bis da oben wer siedelt. Flodo. Ist wohl abgedeckt. Ja, die können da mitfahren dann. Bushaltestellenmäßig natürlich auch. Und der Rest ist hier wohl auch dran, ne? Waldeck gucken. Oh, Waldeck müssen wir hier nächstes Mal dann ausbauen. Da sind da zwei Stellen und da eine Stelle. Das ist plus geworden. Lauter ist hier hinten noch gut. Fährt irgendwo ein dicker Bus gerade los. Oh, hier gab es eine Sehenswürdigkeit. Ah ne, die war schon immer da, ne? Gut. Hier ist alles passend und Sonderhausen. Kommen wir jetzt hin. Sonderhausen ist abgedeckt. Dann haben wir noch Döbeln. Ja. Sieht gut aus. Okay, das bedeutet, nächstes Mal hierhin machen wir dann das fertig. Diese Folge ist dann erst genug. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr abonniert, wenn ihr einen Daumen hoch gebt und in der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.